curses! Gina! You asked for it. For Doomhammer! Gegen Mage, das hatte ich glaube ich auch noch nicht im Video. Meist Tempo-Mage, manchmal Freeze-Mage. Gegen Tempo-Mage behalte ich Lightning Bolt. Mal gerade einen Schluck trinken. You wanna cast a spell? I wanna cast a spell. Ja gut, Babbling Book sagt mir jetzt nicht so viel, was es für eine Art von Mage ist, denn der wird sowohl in Tempo Mage als auch in Freeze Mage gespielt oder Reno Mage oder Control Mage, oder hast du nicht gesehen. Insofern bin ich relativ ratlos. Ich trade hier immer. Problem am Trade ist natürlich, dass jetzt Arcane Blast den Totem Golem tötet. Ich kann jetzt zum Beispiel Flame Waker Coin Arcane Blast spielen. Genau. Das wollte ich gerade noch sagen. Ja, zumindest überlebt der Golem. Das ist schon mal sehr nice. Okay, die Frage ist jetzt. Ah, die Chance ist nur 25%. Ich bin ja overloaded, dann ist so, okay. Nee, dann ist es doch besser, Totem zu rollen und zu hoffen. Hoffnung ist vergebens. Ah, der muss auf jeden Fall weg. Spielt keine Rolle. Und ich kann nächste Runde trotz Overload Think From Below spielen, deswegen. Nee, das hätte ich jetzt nicht machen können. Warte mal, hätte ich es auch mal können? Nee, hätte ich nicht, weil ich ja dann kein Totem gerollt hätte. Insofern war das schon ganz gut durchdacht. Harrison Jones ist natürlich völlige Fehlbesetzung in dem Match. Sei denn, es ist irgend so ein Value-Mage, der Medivh oder so im Deck hat. Aber es ist offensichtlich ja Tempo-Mage. Zwei Flame Waker hier spielen. Hast du das gesehen, ne? Ey, du kriegst das Kotzen manchmal. Das war jetzt eine Chance, dass er zwei, beide Dinger in den rein rammt. Chance war 1/16. Quasi non-existent. Immerhin sind beide Flame Waker weg. Er hat offensichtlich noch keinen Fireball. Der Fireball in der Hand hätte er es gespielt. Aber er hat von seinem Babbling Book fucking Flame gekriegt. Warum denn auch nicht? Haben alle Flamestrike jetzt normalerweise. Deswegen spiele ich mal nicht die Tunnel Trucks, sondern nur Harrison. Harrison stirbt auch. Stirbt auch gegen Flamestrike, aber. Immerhin habe ich noch die Tunnel Trucks in der Hand, die dann Trail Spirit ziemlich stark sind. Ich glaube, Tempo Mage hat jetzt sogar meist zwei Flamestrikes drin. Da frage ich zurück, wo bleibt das Tempo? Offensichtlich funktioniert es gut. Verständlich, wenn man auf lauter Schaman trifft, dann, dann ist einfach der Tempo-Gewinn durch Flamestrike gut genug. Man hat schon mal ganze Boards vernichten, schlägt. Ich glaube, ein Tunnel Truck. Malstrom und ein Hero Power reichen hier. Ich will mich nicht overcommitten, wie gesagt. Flamestrike ist fast in jedem Deck und wenn ich Bloodlust ziehen sollte, dann reicht mir so ein Board aus 5 Minions locker aus. Zumindest hat er noch keinen Flamestrike. Let's make magic! Ah, das ist fast so gut wie Flamestrike. Rag. Pretty good, Rag. Leider muss ich den auf jeden Fall killen, sonst. Deswegen kann ich Rag noch nicht spielen. Ah!
Problem ist immer, wer weiß, was er von seinem hässlichen Babbling Book kriegt, ja? Schönes Polymorph, Polymorph Boar, Forbidden Flame, wo mein Rack dann halt einfach mal direkt weg ist wieder. You require my assistance. Shit. Aha! Tony das. Ah, okay. Ich werde das, das Rote hier opfern. Ich werde ein Fireball von Antonidas. Ah, Thunder Bluff. Das ist echt die beste Karte, die jetzt hätte kommen. Ich werde sogar traden hier. Wenn er die Antonidas-Variante spielt, dann hat er wahrscheinlich wirklich keinen Flamestrike drin, insofern. Aber wozu auch? Denn er hat ja Capital Storm und Fireball. Okay. Oh nein, Face! Oh fudge. That blows. Will wahrscheinlich lieber, dass Ragnaros den Winkel trifft. Naja, im Zweifel hat er durch seinen Cabalist Storm sowieso Polymorph gekriegt, insofern. Ich freue mich gar nicht groß freuen. Oder er hat York auch noch im Deck. Yes! Yes! Das ist nämlich, was passiert, wenn man heutzutage noch York Sauron spielt. There is a lot at stake. Vielleicht hat er hat kein Polymorph auf jeden Fall aus seinem Cabalist Storm gekriegt. Fireball. Shatter hat er aber gekriegt. So, nicht schlecht. Aber das reicht noch nicht, oder? Noch hat er verloren. Ja, natürlich trifft er es einmal. Ach, ein Secret auch noch. Eher sterben, falls es irgendwas ist. Do not push me. Eisblock. Achso, war das jetzt ein Secret von irgendwem kreiert? Steht da immer nicht. Okay. Nice! Das war gut. Throw versus throw. Noch ein Mirror Match. For Doomhammer. For the Frost Wolves. Okay. Man ist weg, denke ich. Ich würde Flame Tank behalten, wenn ich Tunnel Truck hätte, aber ich habe noch keinen Tunnel Truck und kann auch nicht garantieren, dass ich ihn ziehe, leider. Okay. Das ist Coin Totem Golem ziemlich gut, weil ich Lightning Bolt noch habe. New Power. War natürlich das schlechte, für mich jetzt aus meiner Sicht das schlechteste Totem, was er hätte kriegen können, weil mein Totem Golem jetzt von seinem Lightning Bolt gekillt werden kann. Den er Gott sei Dank nicht hat.
Ah, das habe ich mir jetzt gewünscht, das Heiltote. Sehr schön. Okay. Jetzt müssen wir langsam mal vorausplanen. Thunderbluff ist eine Hand. Okay. Das ist ein bisschen ätzend. Könnte hier einen Lightning Storm Turn machen. Wäre sehr aggressiv, aber finde ich gar nicht so verkehrt eigentlich. Wie viele Totems habe ich gespielt? Erst zwei, okay. Das heißt, Think from Below wird mir jetzt nicht so viel bringen in der nächsten Runde. Spiele ich einfach noch einen Lightning Storm? I guess. Das ist so ähnlich wie der Typ vorhin mit den der krassen Lightning Storm Action. Vielleicht, ich habe das nicht so oft gemacht, weil ich immer denke, willst du eigentlich nicht früh verschwenden, aber wenn man natürlich so ein krasses Board aufbaut, so krasse, starke Minions aufbaut, early, dann kann es einen halt durchaus schon zum Sieg führen. Was hat er denn gekriegt vom Totem? Das ist natürlich jetzt schade. Zumindest habe ich einen sehr guten Turn 7 vorbereitet. Wenn er mir das nicht mit Lightning Storm kaputt haut, kann er nicht. There is a lot at stake. Muss überlegen, ob ich lieber die beiden opfere. Statt dem, weil der gegen Lightning Storm geschützt ist. Okay, mal überlegen. Wenn ich die beiden opfere, mache ich jetzt 5 Face Damage. Das ist auf 17. Nächste Runde, wenn alle überleben sollten, mache ich 15 mit Bloodlust mehr als genug. Ich glaube, ich opfer die beiden. Bin ich gegen Lightning Storm geschützt da? Mailstrom bringt das nicht so viel jetzt. Do not push me. I guess. There is little time. Azure Drake spiele ich lieber noch nicht. Einfach aus Sorge. Er wird schon irgendwie die Möglichkeit haben, Lightning Storm plus Spell Power zu spielen. Zumindest keine Spell Power so gekriegt. Aber so. Das dachte ich mir dann schon. Ah, es ist nur ein Anführungsstrichen Mensch. Oh, sehr nice. Ah, ich Schwein gehabt, dass er keinen Lightning Storm hatte. Eigentlich hoffe ich jetzt immer eher gegen einen Gegner, der schon Legend ist, zu spielen. Denn die haben ja nichts mehr zu verlieren. Zum Beispiel gegen Alex Nobel. Das ist wahrscheinlich der Urenkel von Alfred Nobel, der den Nobelpreis ins Leben gerufen hat. Gegen Rogue, glaube ich, in den Videos habe ich beide Male gewonnen, gegen dich gespielt habe. Ist natürlich auch ein starkes Match für mich, zumal ich auch Harrison Jones im Deck habe und somit noch 1-2 Karten, 1,5 Karten, um genau zu sein, mehr ziehe in der Regel als in anderen Matchups. Oh, Spell Totem ist immer das, was man will. The good stuff. Kann diese Runde noch Backstab. Okay.
Backstabs natürlich gut für ihn. Harrison Jones. Ich fang an jetzt schon fest zu spielen. Okay, jetzt spielt er halt meist, Boah, was spielt er jetzt meist? Gute Frage, er könnte Coin SI7 oder er könnte Coin Tomb Pillager spielen. Ach, das ist ein Spieler. Shift Trade, okay, das ist ziemlich weak. Aber ist ganz gut, weil er jetzt keine neue Waffe anlegt und vielleicht nächste Runde eine neue Waffe anlegt und ich dann Harrison spielen kann. Ah, ich kann kein Harrison spielen, wenn ich overloade. Ich muss aber, glaube ich, overloaden, weil ich sonst einen Turn habe, der für nichts wert ist. Was will ich nicht? Ich behalte jetzt mal die Weapon Charges doch noch. Es kommt wahrscheinlich jetzt Tomb Pillager. Und würde ich einen Top Deck Lightning Bolt nehmen? Oh, bitte kein Gadgets. Okay, Tomb Pillager. Okay, ich denke, es ist noch ein Rano. Maelstrom ist ziemlich cool. Ich könnte Thanos Maelstrom spielen eigentlich. Ich glaube, damit kann ich leben. Alternative wäre nämlich nicht so toll, wäre Trade. So kriege ich ein bisschen mehr Face Damage rein. Ja, wobei, warte mal. Brauche ich überhaupt Thanos? Ne, brauche ich doch gar nicht. Kann auch einfach Hero Power Maelstrom spielen, dann nehme ich den mit der Waffe mit, dann überlebt das Tote noch. Das ist eigentlich viel besser. Sogar ein Stealth. Guck mal, ich habe sogar Lethal, wenn ich Bloodlust ziehe. 6 plus 15, 21. Ja gut, der wird ja irgendwas schon wegclearen können. Oder mehreres jetzt mit... wahrscheinlich Thanos Fan of Knives oder sowas. Vielleicht zieht er auch einen Lightning Storm von mir. Okay, er hat 2 Coins. 9 Karten hat er. Okay, Waffe anlegen wäre nett. Dann könnte ich Terrison eine Karte ziehen. Denn ich habe ja sonst nächste Runde nicht wirklich brisante Plays, sag ich mal. This guy's toast. Okay, schade, keine Waffe. Vielleicht einfach den Drake, um hier zu traden. Ah, ich glaube, es ist gut. Plus Cyber. Elements guide me. Ich glaube, ich lasse das Tote mal am Leben. Wegen Thunderbluff. Das ist eine Damage. Der eine Damage-Punkt sollte nicht schwer wiegen, ganz im Gegenteil. Er ist auf 9 Karten immer noch. Ich würde gerne wissen, was die zweite Karte von rechts ist. Das ist die, die er von mir geklaut hat. Also, er spielt mit Evolved Kobold plus Fan of Knives. Das ist ein gutes Fan of Knives, wenn er... Okay, aber hat er gar nicht. Doppelcoin und Shift. Ja, ziemlich nice. Ziemlich stark, aber ich kann clearen. Okay, also lass mal überlegen. Ich kann clearen den beiden. Oder ich spiele Lightning Storm. Plus Totem Golem. Totem Golem. Lightning Storm Hero Power. Dann habe ich nächste Runde allerdings nur 5. Könnte das nicht spielen. Auf der anderen Seite ist das halt weak gegen Shadow Strike. Allerdings brauche ich den Lightning Storm vielleicht später gegen Stealth Minions noch. Okay. The decision is made. Ich werde mein Fire Elemental gegen Shadow Strike verlieren. Ich glaube einfach trotzdem, Lightning Storm ist später noch zu wichtig. Ich
Naja, das wusste ich schon, Alex Nobel. Da brauchst du dich gar nicht so drüber freuen. Hahaha, hier, ich hab Shadow Strike. Das ist immer noch die Karte, die Schamanenkarte, die er hier hat. Vielleicht ist es Alakir, The Windlord oder so. Like swatting insects. Wollen wir nicht hoffen. Nächste Runde Rag. Könnte ganz gut sein. Okay, jetzt ist wahrscheinlich Harrison besser. Harrison und Totem Golem. Wobei, ich kriege jetzt 8 Damage mit mit Ragnaros rein. Dann ist er auf 9. Dann kann ihn zappen. Ach, das ist knapp. Sehr knapp. Ich habe halt... Dadurch, dass ich Bloodlust habe, würde ich fast überlegen, Harrison zu spielen, um ein größeres Board gleich zu haben. Ah, ich glaube, das mache ich auch. That belongs in a museum. Ja, ich glaube, das ist schon besser. Jetzt geht's rund gleich. Auf jeden Fall. LOL! Die Karte hat er gekriegt. Das ist natürlich 0 Mana ziehende Karte für ihn in dem Fall. Also gar nicht so schlecht. Okay, er hat auf jeden Fall noch 2 Viscerates. Da ist das erste. Da ist das zweite. Verdammt. Echt leider auf der Hand. Okay, der Thunderbluff. Thunderbluff ist nicht stark genug, ey. Thunderbluff, Hero Power. Bluh, überlebt. Aber wenn ich jetzt Lightning Storm mache, mit Thalnos ist halt auch nicht garantiert. Ich glaube, ich muss hoffen, dass Ragnaros seinen Gadgets trifft, ey. Das ist schon ziemlich hart. Ach, das ist scheiße. Ah, yeah. Ich brauche definitiv die Feral Spirits, um den ganzen Face Damage auszuwählen. On the bright side habe ich jetzt einen besseren Lightning Storm. Feral Spirits. Überlege ich wieder, ob ich nicht lieber einfach... Lightning Storm ist halt kein Guaranteed Kill und ich brauche 7. Ah, ich kann... Ah, okay, das kann ich machen. 2, 4, 7. Ich kann Feral Spirits und Lightning Storm spielen. Nächste Runde nur 6 Mana. Ah, ich glaube, ist okay. Was Glück kriege ich. Fuck me, Alter. Oh, das beide Überleben ist ja wohl der Witz der Nation, ey. Ich glaube, jetzt habe ich verloren, wenn ich keinen Malstrom oder Lightning Storm ziehe. Die Frage ist, muss ich auf ein zweites Taunt spielen? Auf jeden Fall noch einen zweiten Sinister Strike in der Hand. Und er hat wahrscheinlich auch einen Zap. Muss, glaube ich, trotzdem Totem spielen. Ein zweiter Taunt würde mir noch ein bisschen mehr helfen.
weiß gar nicht, was besser ist. Wegen Spellpower, aber er hat mich auf jeden Fall jetzt. You got me. I am the essence of magic. Yep. I'm almost out of cards. Okay. Schade. Evolved Kobold hat sein Werk getan. Thrall versus Morgul. For Doomhammer. Ja, das ist keine der anderen Karten würde man gegen Schaman jemals behalten. Wahrscheinlich gegen keine Klasse. Alle drei auch tauschen müssen. Doppelt trogge ich hier? Ich glaube fast ja. Natürlich habe ich kein exzellentes Follow-up, aber das ist trotzdem scary genug für ihn. Klar, wenn er Totem Golem hat und ich krieg keinen. Aber er hat keinen Totem Golem, insofern. Mood Point. Expert Claws. Ist immer wichtig, die Totems wegzutraden, weil man halt nicht will, dass er Spell-Totem kriegt und die Chance ist einfach mal deutlich höher, wenn er schon eins stehen hat, dass er es kriegt. Okay, nice. Hat jetzt auch einfach das Tarnzi-Totem noch hinstellen. Okay, jetzt muss ich langsam gucken. Das Problem an so einem Board ist natürlich, dass es sehr anfällig ist für Lightning Storm. Der wird sicherlich Lightning Storm auf der Hand haben. Aber ich kann auch nicht an Totem Golem vorbeigehen, ey. Ich sehe jetzt Turn 5 wahrscheinlich Maelstrom gefolgt von Lightning Storm. Er spielt es andersrum, er spielt erst Lightning Storm, dann Maelstrom. Das ist falsch. Warum ist es falsch? Weil er mit Maelstrom ein Tunnel Trog kriegen kann, der ihm Spellpower gibt. Totem Golem, Thing from Below, Spirit Claws. Und er musste, glaube ich, auch in jedem Fall beide spielen. Ich habe mich gerade erschrocken. Okay, ich spiele also gegen einen Control-Shaman. That sucks. Elements guide. Control-Shaman. Ich glaube, da habe ich mit Midrange-Shaman noch kein einziges Match gewonnen, ey. Was so ein bisschen tragisch ist. Ich werde trotzdem hier All-In gehen. Er hat schon 3 AOEs verwendet. Sicherlich, er hat noch 3 weitere. Aber wenn er sie nicht auf der Hand hat, habe ich gewonnen. Naja, die Frage ist, ob ich wirklich Flame Tongue hätte spielen müssen. Das ist zu viel gewesen. Flame Tongue war zu viel. Zumal ich Bloodlust habe. Das war dumm, das war schlecht. Das ist schade. Das fehlt mir jetzt, das Flame Tongue.
Da hätte mir jetzt einer auf die Schulter klopfen müssen, du pass mal auf, bis du dir das Flame Tank spielen willst. So, warum nicht? Naja, weil dein ganzes Board weg ist, wenn du es machst. fair point. The Earth Mother is near. Naja, Rack ist, glaube ich, sein Ziel. Das hat nicht geholfen. Face wäre mir lieber gewesen. The menagerie is for guests only. Naja, ich denke Lightning Storm und Fire Elemental. Er trifft's. Den trifft's. Okay. Ich werde sein Rack raus. Get face. Mehlstrom spiele ich einfach nur. Oh, zum Beispiel dafür. Plötzlich ja taunt. Oh Gott, ich habe vergessen zu squelchen. Verdammt, für unseren zweiten Lightning Storm. Tja, das war Control Shaman, wie er lebt und lebt. Thrall versus Morgo. For Doomhammer. Ich heb den Lightning Storm auf, weil ich sonst keine guten Early Minions habe. Soll heißen, wenn ich auch keine weiteren ziehe, so habe ich zumindest eine kleine Comeback-Mechanik. Greetings, friend. Damit wollen wir es dann belasten mit den Möglichkeiten. Es könnte sich genau zu so einem Match entwickeln, wo ich das Comeback mit Lightning Storm brauche oder verliere. Trog, Coin Lightning Storm, das ist zu weak. Zumal er noch seine Feral Spirit klopfen könnte. Naja, und jetzt komme ich allerdings am Lightning Storm wohl eher nicht vorbei. Unglaublich. Er hat alle gecleared. Habt ihr das in den letzten Videos mal gesehen, dass ich schaffe, komplettes Board zu clearen mit Lightning Storm? Also, kann mich nicht mehr erinnern, ey. Long, long time ago. I hardly can remember. Where is it? From below kann ich eh nicht spielen, insofern ist die Combo Tunnel Truck Golem wohl die beste. Schade, kann Truck clearen.
Oh, kann er beide klären, das ist ja furchtbar. Das ist natürlich furchtbar. Ich bin einfach Harrison. Die Alternativen sind halt. Ist vielleicht besser. Ist besser. Wo es ein bisschen mehr wehtut. Wenn er das nämlich relativ effektiv clearen kann, dann tut das mehr weh, aber Harrison ist halt. Stellt überhaupt keinen Druck dar. Und hiermit mache ich Druck, weil ich nächste Runde Thunder bluffen kann. Natürlich kriegt er einen Spell-Tote. Oh yeah. Das tut so weh, ja. Malstrom klärt halt fast nichts. Fast nichts. Was klärt Malstrom überhaupt? Die beiden, ja. Das bringt ja gar nichts. Okay, dann muss ich Thunderblatt. Fand ich auch mit gegen fast alles, aber. Das sollte ihm schon reichen. Jetzt kommt's. Das war ein sehr enttäuschendes Video. Dreimal verloren. Aber so läuft's auch. Rang 1 halt auch. Im nächsten Video geht der Versuch weiter. Bis dann, euer Dread.